Wir wollen gerade rausgehen. Mit rausgehen ist, glaube ich, nicht. Also, wenn ich die Tür aufmache, dann haben wir hier wahrscheinlich gleich eine Schneelawine drin. Fantastisch, bei uns stürmt's. Schon die ganze Nacht und kam richtig viel Schnee. Hier sieht alles so aus. Ich muss jetzt raus. Ki muss auch raus. Ich muss den Kater hier füttern, Maxi. Und wahrscheinlich Schnee schieben, obwohl ich finde, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn es die ganze Zeit noch schneit. Also, ja, aber naja. Bewegen wir uns ein bisschen. Reitunterricht musste ich absagen. Das war so stürmisch vorhin, da hätte ich nicht losfahren können. Also da wäre ich nicht angekommen. Und das bringt ja auch nichts, wenn man in Sturmböen reitet. Also ehrlich, dann kommen Äste runter, die Pferde erschrecken sich. Und du willst jetzt unbedingt raus, ja? Warte. Seht ihr, es schneit. Es macht gar keinen Sinn, jetzt Schnee zu schieben. Ja, wenigstens einer freut sich hier über den Schnee. Boah, stoß dich nicht rum. Hallo, willst du mich bitte hier raus? Na, du bleibst ja schon dran. Nee. Ja, such da Erdlöcher. Keine Ahnung. Wie siehst du überhaupt aus? Keiner hat Schnee bestellt. Maxi? Maxi? Kein Herzinfarkt bekommen. Kleiner Mann, ja, ist kalt, ne? Leute, du kriegst Futter. Du frecher Hund. Du bleibst da. Ja, nee, du bleibst da. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ja, nein, ich muss jetzt Schnee schieben. Ich fühle mich wie auf so einer Arktis-Mission. Der ganze Garten ist voll mit Schnee. Hier sind übrigens noch Möhren drunter. Schneeflugding. Dann wäre das auch erledigt. Ey, ich habe auch das längste Grundstück. Was ist eigentlich hier passiert? Alles klar. Wir sind wohl über Nacht UFOs gelandet. Meine Finger existieren eigentlich nicht mehr. Es ist so kalt. Aber Flocke hat die Nacht gut überstanden. Hey Flocke, man sieht dich fast gar nicht. Es ist so kalt. Heike ist reingegangen. Ich lieb's, muss ich sagen. Mein zweites Bild, das ich jetzt gemalt hatte, da ist ja eh schon der kleine See, den wir haben hier bei uns im Dorf. Und
meine beste Freundin und ich, wir sind sehr, 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 sehr oft da im Sommer, eigentlich dann jeden Tag. Und was wir auch lieben, ist Stand-Up-Paddle fahren. Sie hat eins, das heißt George. Und ja, da wollte ich unbedingt uns irgendwie noch verewigen drauf. Und das ist richtig cool geworden. Das Originalbild von hier hängt da. Und ich wollte es ganz einfach halten, also nur schemenhaft, jetzt ohne großartig Gesicht oder sowas, sondern tatsächlich nur das Paddel auf dem Wasser. Oh, ich sehe gerade, ich habe das hier ein bisschen blöd in den Schatten gehauen. So. Genau, einfach nur das Paddel auf dem Wasser und drumherum unsere Bilder, dann muss ich mir auch keine Gedanken um den Hintergrund machen. Aber ich finde das so richtig hübsch, das kommt dann mit an die Wand hier ran. Glaube ich. Kriegt auf jeden Fall ein schönes Plätzchen. Und während ich hier male, ist draußen schon wieder ein bisschen Schneesturm. Ich weiß nicht, also... Schön ist es nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht auf dem Pferd sitzen muss. Weil man auch absolut nichts sieht da hinten, also... Da... Es ist einfach nur noch grau. Irgendeine graue Masse, die umherfliegt. So, das Bild hängt jetzt gut eingepackt in andere Fotos. Und ich bin so richtig zufrieden. Da kommen noch ganz, ganz, ganz viele weitere an die Wand. Ich habe mich jetzt kurzfristig doch dazu entschieden, raus mit in den Schneesturm zu fahren. Meine Eltern fahren sowieso am Wochenende zu den Ponys. Und da ich heute Vormittag Reitunterricht abgesagt habe aufgrund des Sturms und es gerade ein bisschen sich gelegt hat, habe ich überlegt, dass ich eigentlich mit den Ponys ein bisschen Bodenarbeit machen kann. Und heute habe ich diese graue Jeans-Optik Riders Day Reithose an. Darunter noch eine Thermoleggings heißt es, glaube ich, ja. Und hier werde ich auch noch ein paar weitere Schichten anziehen. Denn es ist wirklich kalt von was irgendwie minus 7 Grad oder so. Ich hoffe, dass es jetzt sich ein bisschen stabilisiert hat, das Wetter. Tja, mein Tannenbaum erlebt zum ersten Mal richtigen Schnee. Und der zweite ist abgestürzt und unter Schnee begraben. Eigentlich heißen die Dr. Oetker und Onkel Benz. Was ich vorhin zum Thema Schneeschieben gesagt habe. Boah, wir haben hier eine richtige Piste. Wow. Hat richtig was gebracht hier. Das ist doch alles kacke. Ja, ach, du sitzt dich in Schnee, die ist nicht kalt, ja. Schon klar. Hallo Freunde! Ey, du Verrückter! Na? Na? Ey, Kuti, vorsichtig! Oh je! Oh oh! Sei nicht so frech. Wie seht ihr denn aus? Hübsch, Dolly, wirklich hübsch. Gibt erstmal Heu für euch. Hallo? Hallo? Wohnen Sie hier? Bob hat sich erstmal da drin versteckt. Los. Ja.
Tag haben. Du freust dich. Auf geht's! Arbeiten! Ja, was machst du hier schon? Seitenlänge? War doch noch gar nicht gefragt. Langsam. Ja, generell lässt sich zu Dakota und Dolly sagen, dass sie einen sehr unterschiedlichen Charakter haben. Dakota ist immer sehr, sehr arbeitswillig. Der kommt, der freut sich, wenn man was mit ihm macht. Und Dolly muss man sehr toll motivieren, damit sie überhaupt Lust hat, sich für sowas zu begeistern. Also für sie ist in erster Linie da das Futter der antreibende Punkt. Und Dakota mag generell die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt. Und ja, hier wollte ich eigentlich nur mit Dolly was üben und Cody hat halt gleich von alleine angeboten, dass er hier um uns rum Kreise dreht, ja. Hätte ich ja auch nicht gedacht, also er war halt unterfordert oder gelangweilt davon, dass ich mit Dolly dann was mache, gleichzeitig, weil normalerweise ist es immer sein Ding, so die Bodenarbeit. Ich wollte ja, dass Dolly auch ein kleines bisschen sich locker bewegt, so gut es eben geht. Ja, und deswegen hat er das von sich aus angeboten und seine Kreise gedreht. Also wie gesagt, Folgen und sowas, das macht Dolly auch. Sie kann sich eigentlich auch im Kreis drehen, rückwärts laufen, Beine heben und sowas. Aber viel mehr habe ich dort bei ihr noch nicht gemacht, was eigentlich schade ist. Also ich müsste mir mal die Zeit nehmen, wenn ich sie dann irgendwann finde und mit ihr mehr Bodenarbeit machen, weil für den Kopf wäre es sicherlich nichts Verkehrtes. Genau, hier hatte ich jetzt immer geguckt, dass die beiden im Gleichschritt mir folgen. Das hat so halbwegs auch gut geklappt. Cody wollte immer ein bisschen schneller als Dolly. Und Dolly hat die immer sehr, sehr gemächlich und langsam. Und Cody konnte schon gar nicht mehr abwarten, warum er jetzt warten muss, ja. Genau, hier wollte ich Dakota beibringen, dass er sozusagen irgendwann spanischen Gruß macht und daraus spanischen Schritt. Und ja, die Vorstufe davon ist halt dieses Graben. Genau, Kreise drehen, immer wiederholen. Irgendwann sollte es auch schneller klappen, dass er praktisch sowas wie im Stand einen Kreis dreht. Im Trab hatte ich jetzt hier aber gar nicht als Ziel gesehen, dass er das so schnell macht, weil es ja auch sehr rutschig war auf dem Schnee. Das darf man nicht vergessen. Genau, dann immer wieder kommen, wenn ich ihn rufe. Das klappt so zu 90%. Manchmal ein bisschen verzögert, dann schüttelt er auch einfach gerne so mit dem Kopf und trabt auch eine Runde weiter, einfach nur um zu zeigen, dass er sich das aussuchen kann, wann er kommt und wann nicht. Ja. Und hier das um mich rumzirkeln, da hatte ich das völlig in Ordnung gefunden, dass er an dem Tag ein bisschen langsamer getrabt ist, weil wie gesagt, es sehr rutschig war. Aber das macht er an sich schon sehr, sehr schön. Irgendwann sollte es auch im Galopp mal funktionieren, aber das hat noch Zeit. Das fällt ihm halt auch voll schwer, sich da gut auszubalancieren in so einer kleinen Kurve, ne? Ja. Dann wieder Beine heben. Das sieht ja irgendwie voll edel aus, wie so ein Schwompony. Also das ist ein bisschen übertrieben. Dann hinlegen. Wenn ich einmal dabei bin bei der Bodenarbeit, frage ich das eigentlich immer mit ab. Er macht's zu 95%, aber für meinen Ticken braucht er mir ein bisschen zu lang sozusagen. Also irgendwann soll er das bitte noch flüssiger können. Ja, Dolly, die dachte dann, hier gibt's kostenlos Futter abzustauben und hat es dann gar nicht verstanden, dass sie da einfach gerade ein bisschen im Weg ist. Und Cody, der war froh, dass es wenigstens ein paar Übungen gibt, die er nicht teilen muss mit seiner Mom. Ja. Genau, dann meistens nochmal hinlegen und flach liegen. Da arbeiten wir auch dran. Das kann er auch eigentlich schon länger und besser, aber war ihm wahrscheinlich auch mit Dolly daneben jetzt nichts da so lange zu liegen. Und mein Futter war auch irgendwann alle. Das habe ich ja auf zwei aufgeteilt. Aber es macht er schon sehr schön. Also, also es gab auch schon Tage, da konnte ich dann aufstehen und um ihn rumlaufen. Aber es ist natürlich eine sehr, nicht so angenehme Position für ein Pferd, flach auf dem Boden zu liegen. Das sieht er ja auch nicht so viel. Aber es klappt immer. Meistens bietet er das schon von alleine an, bevor er aufsteht. Dann nochmal kurz
kurz geübt, ob die beiden auch schön geschlossen stehen und nebeneinander wieder antreten. Ist halt gar nicht so leicht, wenn die so einen Tempounterschied haben, schon allein im Schritt. Ja, dann ein bisschen steigen üben. Habe ich auch erstmal geguckt, wie es ist mit dem Boden, ob das dolle rutschig ist, ob er der wegrutscht, aber er hat es echt gut gemacht. Ich denke mir immer, wenn er vernünftig steigt, ist das auch gar nicht so schlecht für seine Hinterhand. Da müssen wir sowieso mal viel dran arbeiten. Ja, Seitengänge. Er schummelt immer hinten ein bisschen. Also es gibt eine Hand, die ihm besser gelingt und es ist meistens nach links lang, dann nach rechts lang. Ja, so wie jetzt, er sollte sich nicht drehen. Das hat er einfach jetzt angeboten als... Ja, da wollte er so ein bisschen dem ausweichen, weil ihm das da sehr schwer fällt, die linke Hand über die rechte Hinterhand zu kreuzen. Aber er gibt sich Mühe. Die haben wir noch ein bisschen gekuschelt. Ja, Küsschen geben macht er auch und manchmal ein bisschen zu doll. Da muss ich ein bisschen mit ihm meckern, dass er das mal vorsichtig macht. Aber das ist halt eine Übung, die immer geht. Dank meinem Dad und meiner Mom ist hier drin jetzt auch wieder alles wohnlich. Dürfen wir heute Nacht natürlich hier im Unterstand Heu fressen. Draußen ist irgendwie keine Option. Das ist nicht so schön. Und die fressen jetzt noch ihre Eimer. Gut, die sieht heute so groß aus. Ja, du. Bei dem Wetter müssen wir sogar die gute Anneliese anbinden. Die ist hier nämlich gerade schon einmal umhergeflogen. Ich hoffe, das Heu hält. Der Rest ist halbwegs sturmsicher verpackt. Papa fährt jetzt mit Flocke nach Hause und ich habe für morgen den Nissan. Der greift im Schnee und ich habe einen weiteren Fahrtweg als Peps.